Malerisch liegt die frühere Residenzstadt Meiningen im fränkisch geprägten Süden Thüringens im Tal der Werra. Zwischen der historischen Altstadt und dem Schlosspark im Herzen der Stadt befindet sich Schloss Elisabethenburg. Ende des 17. Jahrhunderts ließ der erste Herzog von Sachsen-Meiningen, Bernhard I., an der Stelle einer früheren Burganlage dieses Schloss erbauen. Die barocke Dreiflügelanlage, die zur Seite der Stadt mit einem halbkreisförmigen Bau geschlossen wurde, war der Residenzsitz des ernestinischen Herzogtums. Im 19. Jahrhundert, während der Regentschaft des Herzogs Georgs II. Von Sachsen-Meiningen, wurde der Meininger Hof einer der bedeutendsten Kristallisationspunkte aufgeklärt humanistischer Prägung. Von hier ausgehend begann eine fundamentale Erneuerung der europäischen Theater- und Musikentwicklung. Sowohl das Meininger Hoftheater als auch die Meininger Hofkapelle genossen ein Renommee, das nicht nur über die Grenzen der Stadt hinausreichte, sondern Weltgeltung erlangte. Und seit der Dirigent Hans von Bülow mit der Meininger Hofkapelle nicht nur die Werke von Franz Liszt, Richard Wagner und Johannes Brahms uraufführte, sondern zugleich auch eng mit diesen Komponisten zusammenarbeitete, war die Hofkapelle als europäisches Eliteorchester bekannt. Unter von Bülows Dirigat entstand auch die Tradition der internationalen Tourneen, die später auch von Richard Strauss und Max Reger mit der Meininger Hofkapelle so erfolgreich weitergeführt wurde. Aber die Keimzelle der bedeutenden Meininger Musiktradition wurde nicht erst im 19. und 20. Jahrhundert gelegt, sondern bereits in der Zeit des Barock. Es wäre natürlich ganz wunderbar, wenn wir sagen könnten, Johann Sebastian Bach ist dann und dann hier gewesen in Meiningen. Aber das können wir leider nicht. Hier gewesen ist tatsächlich über 20 Jahre lang sein 8 Jahre älterer Vetter Johann Ludwig Bach, der schon um 1700 hier in der Hofkapelle tätig war, sich hochgearbeitet hat, gewissermaßen vom Pageninformator am Hof, der zum Beispiel dafür zu sorgen hatte, dass die Pagen ordentlich den Choral intonieren am Sonntag in der Schlosskirche, aber auch, dass sie nicht soffen oder keine liederliche Konversation miteinander treiben. Und nach einer Prüfung bei Telemann in Eisenach ist er dann 1711 hier Hofkapellmeister geworden, bis zu seinem Tode 1731. Einer der historischen Meininger Aufführungsorte barocker Musik war die im Südflügel von Schloss Elisabethenburg liegende Schlosskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit. Das barocke zweigeschossige Bauwerk wurde gleichzeitig mit dem Schloss errichtet und war die Hofkirche des Hofstaates. Ab 1709 verwaltete Johann Ludwig Bach alle Instrumente des Schlosses und auch die Orgel in der Kirche. Aber als Kapellmeister war er auch für die Kompositionen von kirchlichen und weltlichen Werken verantwortlich. An dieser Stelle kommt übrigens Johann Sebastian Bach ins Gespräch, der dafür verantwortlich ist, dass die Werke überhaupt überliefert wurden. Denn all das, was heute von Johann Ludwig Bach überhaupt da ist an Handschriften, das ist tatsächlich von Johann Sebastian Bach abgeschrieben. Das hat er natürlich nicht aus Jux und Tollerei geschrieben und weil er zu viel Freizeit hatte, sondern mit dem Zweck, dass während seines Thomaskantorats in Leipzig von 1723 bis 50 dort aufzuführen. Und aus diesem Grunde gibt es ein paar handschriftliche Belege und Handschriften von der Hand Johann Sebastians. Eines dieser überlieferten Werke Johann Ludwig Bachs wird das Barockorchester Capella Jenensis in der 1977 profanierten Schlosskirche auf historischen Instrumenten spielen. Thank you.
Thank you.
Musik.